Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Yay! So, also hier im Osten ist ziemlich alles gut. Wir werden uns jetzt auf Spanien konzentrieren. Und ja, ein bisschen auf den Norden und irgendwann dann auf Partien. So. Dann wollen wir mal. Klick. So. Ich glaube, das war schon. Ich habe gerade wieder in Makedonien aufgenommen und da dauert es hinten natürlich wieder sehr viel länger. Spartas Mythos. Die rechte Hand. In zwei Runden kapituliere ich. Und der sagt, ich habe keine Chance. Warum sollte ich keine Chance haben? Also die sind natürlich ganz gut. Ganz gut. Ich werde mal nächste Runde angreifen. Wo sind meine Armeen gerade? Also hier in der Nähe ist nur der da. Ja, warte, hier oben. Wo? Da. Die Unbesiegbaren. Das Problem ist halt, dass hier oben eine Armee steht, ne? Warte, ich hole hier mal noch eine Armee rein. Ja, ich habe ja Geld. Also ja, kann ich. Ja. Ah, verdammt. Egal. So. Das ist das Gute, wenn man Geld hat. So. Gut. Dann gehe ich dahin. Hier. Karthago. Genau, da bin ich ja gerade zurückgegangen. Okay. Dann. Das sind die beiden Schiffe, gell? Beziehungsweise der noch. Spartas Mythos bleibt da. Königliche Garde. Ah, genau. Da wollte ich doch mal anlegen. Warte, ich will, dass der hier dabei ist. So. Automatisch und Schutzstellung. Dann kann ich da gleich weitermachen. Ich hätte tatsächlich Karthago auch als Klientel machen können. Dann hätten die mich hier nicht gestört. Aber ja. Ist jetzt so. Dann können die mich später nicht mehr stören. Ja, aber der bekommt ja auch nichts. Gut. So, weiter geht's. Ah, die Spione, genau. So. Ja, wieder ein Agent. Vielleicht stirbt er? Nee, natürlich nicht. Gut. So. Der ist wieder zurückgegangen. Will wahrscheinlich wieder auf seine kleine Insel. Aber das wäre ziemlich dumm. Friedensabkommen, warte. Das ist ja nicht Angriffspakt, wollen die nicht. Also soll es wohl nicht sein. Friedensabkommen. Klientel.
Wenn ich ein bisschen 2000 Friedensab nee. Klientel oder gar nicht? Ich habe Sparta noch nie so gespielt. Ah, jetzt greift er an. Das ist gut. Ja, muss ich so nehmen. Gut. Das ist gut, dass er nicht noch wartet. Weil wenn er warten würde, müsste ich innerhalb in kurzer Zeit dahin. Weil sonst kapituliere ich ja und das will ich nicht. So. Genau, da ist wieder die typische Angriffsstelle für die Leute. Also für die KI, die greift immer da an. Aber hier könnte man das doch auch aufstellen, hm? So, hier im Innenring kann man es nicht. Schade. Schade, Schokolade. Warte, dann mache ich es mal hier hin. So. Aber ganz ehrlich, die Karte ist sowas von gemein. Ich meine, ich könnte ihn rein theoretisch hier reinlassen. Und dann könnte ich mich hier aufstellen. Warte mal, ich schau mal, ob ich das kann. So einfach so aufstellen. Und hier die ganzen. Hier die den ganzen Steinschleuderer hin. Und hier ist auch noch der Turm. Der kann auch noch ein bisschen schießen. Der kann da sogar ziemlich weit noch schießen. Also könnte ich mich auch hier aufstellen. Selbst wenn die überrannt werden, dann gehen sie hier hin. Dann ist hier noch ein kleines Tor. Hier ist auch noch ein Tor. Und dann, Alter, ich könnte so gemein sein. Weil der muss ja das da einnehmen hier. Und dann würde, also ich zeige es euch mal kurz. Würde ich hier mich aufstellen? Ein bisschen, also wahrscheinlich ein bisschen weiter runter, damit er hier den das Feld nicht erreicht, das Einnahmefeld. Dann würde ich die da hier aufstellen und dann müsste er wieder hochgehen und Alter, das ist also ohne Schmarrn, diese Stadt einzunehmen, ist der Horror. Das ist für jeden Dude ist es richtig krass. Ja, ich muss das anders aufstellen. So. Ich mache das mal so. Die Kavallerie wird vielleicht eventuell einen Ausfall machen. Hier muss ich aber aufpassen, warte mal. Wie weit? Okay, nee. Nee, das macht keinen Sinn, weil die nämlich bis hier schießen können. Okay, das macht also keinen Sinn. Dann stelle ich mich hier auf. Warte, die beiden stellen sich so auf. Die beiden so. Dann brauche ich hier aber auf jeden Fall Unterstützung. So.
Das ist Nummer 1 und hier ist Nummer 2. Ich stelle es einfach auch mal so hin. Du hast... Warte. So. Weil dann sind die alle hier dabei. Gut, bitte einmal brennen und einmal explodieren. So, wir können ja ein bisschen vorspulen. Ui, ui, warte, warte. Hier lang. Hui. So. Ich habe gerade die Befürchtung, dass er mit den Türmen. Ja, scheiße. Er geht woanders hin. Das ist natürlich gerade nicht ganz so praktisch. Sind natürlich gerade ein bisschen blöd. Aber der braucht ja noch ein bisschen, bis er da ist. Das Gras da ist ziemlich hoch, ne? Ups. Vielleicht kann ich den noch anzünden. Ja? Ja, sie ist kaputt. Sehr gut. Du? Ja, du kommst aber nicht weit. Ist ein bisschen verpackt hier. Jetzt muss ich gleich mal schauen. Wo die anderen dann sind. Schnell, schnell, schnell. Bevor ich nicht mehr schießen kann. Interessant, dass die so langsam gehen. Oh, da vorne kommt das fette Geschütz. Irgendwie kommen die gerne nicht hoch, ne? Nee. Okay, wo sind die? Die sind da. Du darfst auch brennendes Geschütz machen. Das sind Speerkämpfer, okay. Die werden auf jeden Fall auch willkommen geheißen. Ah, die schießen schon. Irgendwie schießen die nicht, ne? So.
Ja, ist in Ordnung. Juhu! Volltreffer. Nee, das war zu weit. Zu weit. Zu kurz. Und nichts mehr. Schön jetzt da, ne? Mir fällt gerade was auf. Die Türme können ja noch kurz schießen, ne? Warte. Pause. Es hat geklingelt. Da bin ich wieder. Gut. Ja, ich komme, glaube ich, nicht mehr rechtzeitig an. Komm an, Leute. Nimmt das Tor ein. Ja, das ist ganz praktisch hier, dass die ganzen Steine vergeuden. Ja, okay. Nee, zurück. Zurück. So, du darfst schießen, ne? Weißt du, oder? Wieso schießen die nicht? Ich mach mal die Leiter kaputt. Schicke ich die mal hier hin, zusammen mit dem. Mach die Linie wieder zu. So. Ich verstehe nicht, warum die nicht schießen. Petakill, Multikill, Monsterkill, Triple Kill. Also die sind schon echt hart. Die sind schon echt krass. Ups. Die checken echt nicht, wie man die aufhält, ne? Naja, so vergeuden sie dann die ganzen Schüsse. So, jetzt checken sie es, oder? Ja, jetzt checken sie es. Sehr gut. So, drückt sie mal ein bisschen weg.
So, und jetzt kommen sie langsam zu mir. Wäre halt ein General richtig geil gewesen mit Verteidigungsgegenständen. Ah, hier wären Bogenschützen geil gewesen. Hier wären Bogenschützen richtig cool gewesen. Weil da können wirklich alle schießen. Oh. Wie jetzt? Die können bis dahin schießen. Bin ich nicht zufrieden damit. Die können aber auch nicht darunter schießen. Die können aber hier runterkommen. Seid ihr da mal fertig? Come on. Ja, die kann jetzt auch schießen, das ist gut. Okay, dann gehe ich halt wieder zurück. Entschuldigung. Ja, hier bricht man schon ein bisschen durch. Ich mach mal kurz Pause für die. Die sind schon bisschen außer Atem. Seid ihr da mal im Ball fertig? Jungs.
Dass die beiden mich so aufhalten, ist echt nervig. Okay. General ein bisschen zurück. Der ist noch drin, okay. Das ist ganz praktisch, dass er jetzt auf den schießt, weil der hat nämlich keine Munition mehr. Ist es jetzt nicht mehr. Was macht ihr denn? Ihr Idioten. Fertig? Danke. Wir brauchen hier ein bisschen Unterstützung. Wow, das ist ja wunderbar. Wieso seid ihr erschöpft? Hm? Ihr habt nichts wirklich gemacht. Wir tauschen mal Platz. Das ist zwar zeitaufwendig jetzt, aber von da oben haben wir einfach einen besseren Schuss. Ihr seid zwar alle erschöpft, aber ihr habt noch volle Mann, also fast volle Mannskraft. So. Mannskraft, so. Ich glaube, das passt so. Ich glaube, das passt. Na, mit Bogenschützen hier auf den Zellen, auf der Mauer wäre es auf jeden Fall viel besser geworden. Also, weil von da oben können die Steinschleuder. Die Steinschleuderer wirklich nur, also nur die vorderste Reihe schießen. Und das ist halt blöd. Bogenschützen können wirklich komplett schießen. Aber das ist ja jetzt egal. So, 260. Die waren gar nicht so gut, aber ausreichend. Bei dem. Ja, Fernkampf. Die haben ein bisschen reingehauen.
Aber 50 ist jetzt auch nicht unbedingt viel. Ich weiß nicht, wie die Stadt ist. Wie die Stadt aussieht. Wenn sie weitläufig ist. Ja, ah. Ja, das ist die Stadt. Okay, da kann ich gleich aufgeben. Da kann ich an sich gleich aufgeben. Wie viele Fernkämpfer hat er? Eins. Ja, okay, das ist in Ordnung. Eine Fernkampfeinheit. Spartanische Jugend. Ja, das habe ich gesehen. Ja. Was ist da denn gerade passiert? Ja, zum Glück ist das nur eine leichte Kavallerie. Die hat nicht mal einen getötet. Gut. Alter, was war das denn gerade? Wo wollte der denn gerade hin? Der fangt sich dann noch mal, aber das ist egal. Was macht ihr denn da? Was soll das? Die sind echt zu dumm zum für irgendwas machen. Und schon wieder. Ja, tausch mal Platz. So, da spiele ich mal ein bisschen vor. Das sieht gut aus, das sieht nicht so gut aus.
gehe ich mal ein bisschen aggressiver jetzt rein. Weil der hält es nicht lange aus. Der hält es nicht so lange aus. Wenn er bei 90 ist, gehe ich zurück. Okay, das ist gut, dass die schießen können. Wie, der hat sich gerade wieder gefangen. Haben die jetzt wieder so einen Vorpush bekommen? Komisch. Na also. So, gleich gehe ich da zurück. Ah, jetzt. Oh, danke. Wer ist das eigentlich? Adelige. Okay. Ah, muss nicht schnell sein. Jetzt kommt der von hinten auch wieder. Dann kann ich da nicht ganz so lange bleiben. Aber die werde ich schon noch aufräumen. Okay, der bleibt da jetzt stehen. Ist natürlich praktisch für mich. Okay, jetzt bitte. Jo, ja. Hier ist dann zu viel Friendly Fire. Na komm. Oh, oh. Ja, hallo. Ja, hallo. Da habe ich ja noch was im Petto.
Also, ja. Wenn er so weitermacht, dann sieht es ganz gut für mich aus. Ich muss halt dann eine Pause machen, um die Erschöpfung hier wegzubekommen. So. Sehr gut. Dann ziehe ich mich mal hier hin. Und hier hin und die Feuer frei und dahin. Und die gehen dahin. Wobei, die gehen wieder dahin und die kommen hier hin. Ja, die sind halt immer noch erschöpft. Ah, das ist nicht gut. Autsch. Die brauchen jetzt auch Unterstützung hier. Ein bisschen näher. Okay, das war's jetzt. Gut. Aber ich habe ihnen viel weggenommen. Das ist doch schon mal was. 360. 100. 160 und 80. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich spiele schon wieder viel zu lang, aber ja, das waren jetzt zwei Gefechte. Das dauert halt immer. Knappe Niederlage, also naja, knapp war es nicht. Knapp war das nicht. Nö. Nö. Schutzbündnis, ja, können wir machen. Dann Militärbündnis wäre dann vorzusehen. Libyen ist auch noch dran. Sabotiert, ist in Ordnung, Mission erteilt, bla. Gut, dann, ja. Das holen wir uns dann später wieder zurück. Das ist ja noch unter unserem Kommando, sage ich mal. Und ja, das brauchen wir hier schon. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye.